Hallo VfR-Fans, hallo Sportfreunde. Ich begrüße euch recht herzlich zum 25. Spieltag. Wie immer hat uns unser Busfahrer sicher und bequem ans Ziel gebracht. Als beste Auswärtsmannschaft sind unsere Jungs heute den Bogen angereist. Und wir waren auf Punkte heiß. Der TSV Bogen wollte mindestens einen Punkt holen, nachdem sie das Hinspiel bei uns mit 4:2 verloren. Beide Mannschaften wärmten sich auf und wussten, das wird heute ein Spiel, der nur über den Kampf gewonnen werden kann. Ich möchte auf diesem Wege unsere Fans aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen auch recht herzlich begrüßen. Florian De Brato eröffnet die erste kleine Chance mit einem Pass auf Oliver Haug. Die Flanke von Gerrit Arnsberger ging direkt aufs Tor. De Brato beim Eckstoß und Daniel Steinacher kam nur Sekunden zu spät. Florian De Brato gleich beim nächsten Eckstoß. Und wieder kam ein Abwehrspieler vor Daniel Steinacher. Erneute Reingabe, aber leider fand De Brato keinen Abnehmer. Von De Brato. Der Ball kam zu David Malamura. Doch seine Hereingabe wird geklärt. Doch Gerrit Arnsberger von 18 Meter aufs Tor. Uff. Wir wollen aber auch die Chancen vom TSV euch zeigen. Aber wirklich gefährlich sieht anders aus. Langer Einwurf von Georg Ball. Doch Oliver Haug verpasst nur Zentimeter. Nach einem Eckstoß vom TSV Bogen nahm sich der Spielertrainer ein Herz und schoss aus 25 Meter aufs Tor. Doch Stefan Wachenheim mit gutem Auge. Mach doch weiter. Die Spieler vom Bogen kamen zu kleinen Chancen, wenn da nicht der Platz mitspielt. Leider versprungen und übers Tor. Langsam fing der VfR schneller zu kombinieren an. Und unser Kapitän mit der nächsten Gelegenheit. De Brato mal wieder bei der Ecke. Und der Ball kommt auf Gerrit Arnsberger. Doch der verzieht leider. Nach starkem Einsatz von Malamura kommt Arnsberger zur nächsten Gelegenheit. Da beide Mannschaften vor dem Tor noch nicht den letzten Willen zeigen, sorgte Mike Niebauer für 3 Punkte direkt in den Müller. Wie es aussah, haben die Kollegen die Botschaft verstanden und Dennis Niebauer mit der nächsten Torszene. De Brato frech nach Freistoß knapp über den Kasten vorbei. Der TSV kam nach langem mal wieder zu einer Chance. Durch den Trainer, doch leider wurde er von einem eigenen Mann gestört. Nach schönem Pass von Georg Ball und einem Ping-Pong ging der Ball am Tor vorbei. De Brato und Dennis Niebauer leiten die größte Chance für den VfR durch Georg Ball ein. Doch leider schmiss sie dazwischen. Diesmal eine kurze Ecke. Und Malamura bringt den Ball zu Oliver Haug. Und er erst mit Kopf und dann mit dem Fuß. Tor! Halbzeit und unsere Jungs erlösten uns zum Glück noch vor der Halbzeit mit dem Treffer durch Oliver Haug. Keeper von Bogen wollte das Spiel schnell machen.
doch ohne Ball. Der mit Flanke auf Sorosch Hamid, doch der nur ins Aus. Das wäre ein Highlight gewesen. De Brate war heute überall. Mit langem Ball auf Malamura, doch der haut den Ball voll an den Pfosten. Nach langem Ball von Georg Ball zeigte uns unser Kapitän Dennis Niebauer eine artistische Einlage, die leider nicht belohnt wurde. Der TSV Bogen probierte es nach Standards immer wieder mit langen Bällen. Doch beim Abschluss fehlte der letzte Wille. Barry, hau jetzt mal voll durch. Nach langem Ball von unserem Keeper verlängert Niebauer auf Malamura, doch der leider mit etwas zu viel Kraft im Bein. Freistoß durch Dennis Niebauer. Und der Abpraller landet direkt bei Malamura, doch der Keeper stand gut. Nach Freistoß für den TSV fand endlich mal ein Spieler den guten Abschluss, doch trifft er nur den eigenen Mann. Mein Fazit vom Spiel ist, am Anfang war die Sonne da, am Ende stand der Trainer im Regen, doch im Ganzen kann man sagen, Pflicht erfüllt, abhaken. Hören wir mal in die Pressekonferenz rein. Wir dürfen uns hier mit dem 1-0 sicherlich sehr zufrieden schätzen, haben eine sehr kampfstarke Bogener Mannschaft erwartet, fahren natürlich auswärts hin mit, als beste Auswärtsmannschaft mit dem Willen immer siegen zu wollen. Und ich glaube, meine Mannschaft hat heute eindrucksweise gezeigt, auch dass sie das auch hier wollte. Und ja, mit dem großen Chancenplus, denke ich, geht der Sieg auch verdient an uns. Ja, ich habe das Spiel so gesehen, dass wir zu Hause spielen und 0-1 verloren haben. Sicherlich muss ich dann auch am Schluss sagen, dass der Sieg nicht unverdient ist. Aber wir waren eigentlich auch nach vorne hin absolut harmlos. Vielleicht auch damit zu tun, dass die Garchinger das taktisch sehr, sehr gut macht. Ich würde es fast als mit beste taktische Mannschaft in der Liga sehen, vor allem in der Defensive. Und vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe doch, dass ich einige am Mittwoch sehe gegen Schwab München, wo wir dann den nächsten Dreier einfahren wollen. Bis dahin sage ich, schönen Tag noch und auf Wiedersehen.